So, dann herzlich willkommen zurück zum JFT Live Trading TV. Und wieder ist ein Tag vorüber, in dem nicht besonders viel passiert ist. Denn alle Blicke sind morgen auf den EZB-Zinsentscheid gerichtet. Hauptsächlich dann auf die Pressekonferenz, was eben gesagt wird und was dann doch entschieden wird. Im DAX hat er hier die eingezeichnete Widerstandszone erreicht, die hier bei der 9800-Punkte-Marke lag, das Gap komplett geschlossen und dann gab es wieder einen Abverkauf Richtung Oberkante Kaufzone. Also hier, wer jetzt hier investiert ist, kann es mit Stopp hier unten lassen. Und es wird aber höchstwahrscheinlich morgen schon recht volatil zugehen. Jedenfalls, wenn es eine Enttäuschung geben sollte. Im Dow Jones ist definitiv nicht viel passiert. Leichter Abgabedruck über der Trendlinie hält sich der Index noch auf 4-Stunden-Basis. Die Verkaufsmarke lag ja hier unten. Also nichts weiter passiert. Nur hier oben hat sich erneut der Index eben den Kopf gestoßen. Bei 17.100 Punkten. Beziehungsweise seit 17.080. Da ist dann diese Marke interessant und hier ist eben dann die 9600 Punkte interessant, wo der DAX hingeht. Im Prinzip ist jetzt hier erstmal für morgen der Rücklauf im Prinzip, also die Zone ist erstmal gelöscht, deaktiviert. Also ich werde morgen einfach auch beobachten, wohin sich der Markt bewegt und dann eventuell kurz antizyklisch vielleicht Zuschlag, ja, also wenn es hoch geht. Aber es ist halt alles sehr gefährlich. Also wenn er an die 10.000er Marke ist, der erste Move kann man sicherlich risikoreich shorten. Sollte es dann im zweiten Pullback über die Marke gehen, dann sieht es hier nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung nochmal aus. Aber der erste Test wird nicht. Ja, gut, kommt da natürlich auf die Meldung drauf an, wird aber nicht, denke ich mal, direkt über 10.000 Punkte gehen. Also gehen schon, aber nicht halt nachhaltig. Im australischen Dollar, US-Dollar, konnte er heute noch ein neues Hoch erreichen. Hier bei dem Monster-Signal, größere Rücksetzer gab es nicht. Hier gab es eben zweite Stufe, wo ich hier genannt habe, dass es nicht mehr ganz runter ging. Jetzt kann man hier eine Aufwärtsbewegung wieder fertig zählen. Weiterhin ist jetzt hier die 0741 Marke sehr interessant. Hier darunter soll das Währungspaar nicht mehr fallen. Kurzzeitig könnte man hier vielleicht mit einem Stopp agieren, Teilgewinne mitnehmen und dann nochmal einsteigen. Aber ich bleibe erstmal so dabei. Hier wurde man ausgestoppt, das kann man jetzt löschen. Wie man sieht, hat es kein ganz neues Tief, habe ich ja immer auch erwähnt. Neues Tief, da muss man aufpassen. Also hier ist eher die andere Richtung dann vielleicht angesagt. Das Währungspaar hat mich jetzt heute enttäuscht nochmal. Den Stopp, der wurde ja hier hoch gesetzt, ist also gerissen worden, sind 100 Pips Verlust entstanden. Hier gab es ein bisschen größeren Verlust, denn diese Kerze wurde jetzt hier auch wieder komplett negiert, die gestrige positive. Neues Setup ist hier hinzugekommen bei Silber. Da wurde das Kauflimit eben hochgesetzt. Als ich die Analyse geschrieben habe, war der Silberpreis bei 15,25. Ich habe gedacht, hier fehlt noch ein Tief. Der Index zog dann echt direkt an
Und aktuell liegt er hier, also die Kaufmarke wurde hier hochgesetzt bei 15:30, auch im Stream hier direkt kommuniziert um 16:21 Uhr. Das andere Kauflimit bleibt erstmal hier unten. Eventuell wird morgen hier das Limit nach oben gesetzt. Der Stopp ist eh nur auf Schlusskursbasis gültig, also kann auch bei einer volatilen Abwärtsbewegung morgen nach der Zinsentscheidung passiert erstmal nichts. Gold tanzt hier weiter in der Nähe der Oberkante herum. Und ein wirklich interessantes Setup ist hier die Evotec-Aktie. Hier unten, ja, bei 3,05 etwa, liegt für mich ein optimales Kauflevel vor. Direkt hier. Im Prinzip Intraday könnte sich auch hier noch ein Gap Closer geben, was eben bei der 3-Euro-Marke ist. Deshalb eben auch wichtig, auf Schlusskursbasis den Stopp beachten. Das war's erstmal. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Schönen Abend noch.